Ja, am 19.04.2014, also vor so ziemlich genau 9 Jahren, hatte Hansa Rostock ein Auswärtsspiel in Burghausen gegen den Verein Wacker Burghausen. Daher kenne ich die Stadt ein bisschen. Ja, wir haben uns entschlossen, diese Stadt nochmal neu zu erkunden. Das ist ja auch die längste Burganlage der Welt. Damit wir aber nicht die 1000 Kilometer am Stück fahren müssen, haben wir uns entschlossen, einen Zwischenstopp einzulegen. Und zwar in der Kulturstadt Europas, wie sie sich selbst nennt, Weimar. Weimar ist wunderschön, in jedem Fall einen Besuch wert. Aber wir haben auch erkannt, man muss das planen. Hier gibt es so viel zu sehen, so viele Museen, Schlösser, Parks und so weiter. Das haben wir uns nicht gut überlegt und konnten deswegen auch nicht so sehr viel sehen. Aber es ist wirklich krass. Goethe, Schiller, hier Karl August. Also das ist schon der Hammer. Wirklich. Eine Reise wert. Licht. Das fetzt ja. Aha, die Musik ist auch wieder da. Ooh.
Hier nochmal ein atemberaubender Blick über die Donau. Und zwar gefilmt von der, kleinen Moment, Walhalla. Wahnsinn, es ist sehr atemberaubend, man sollte auch reingehen. Wir waren da gerade. Im Hintergrund sieht man die Bruckgasse. Das ist die Brücke, die von Deutschland nach Österreich führt oder eben umgekehrt. Da ganz hinten, Pfeil zeigt an, ist unser Hotel, Hotel Burgblick. Da übrigens war vor 9 Jahren auch die Mannschaft Hansa Rostock. Und wir hoffen ganz stark, dass im Aufstiegskampf eben unser Besuch hier auch den richtigen Spirit liefert. Und wir die restlichen Spiele auch gewinnen. Ansonsten werden wir uns jetzt mal Burghausen ein bisschen erkunden und latschen dann tatsächlich von Österreich nach Deutschland rüber. Cool. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Aussichtspunkt über Burghausen. Es wird ein beschwerlicher Aufstieg werden. Ich sollte mehr Sport machen. Aber ich denke mal, die Aussicht wird uns für vieles entschädigen. Ja, das ist Veronika. Die geht sportlich voran und zeigt natürlich jedem, woher wir kommen. Hansa Rostock, Ahu!
Guten Morgen aus Burghausen. Wir sind jetzt hier sozusagen an der Rückfront der Burg. Man kann das im Hintergrund auch sehen. Was man ebenfalls sehen kann, ist der Wörrsee. Das scheint irgendwie so eine Badeanstalt zu sein. Mal gucken, ob wir heute noch Bikini finden für uns beide. Dann werden wir natürlich ins kühle Nass springen. Ansonsten bleibt es dabei, dass wir uns heute die Burg erkunden wollen. Und das ist Veronika. Ja, um 10 geht es erst los. Warum wir jetzt schon da sind? Weil Veronika das nicht gesehen hat. Naja, okay. Gar nicht. Ja, wir hatten eben schon wieder einen Sachverhalt, der dürfte eigentlich nur für Veronika zutreffen. Jedenfalls haben wir da gestanden und dann hat uns eine Dame, hör auf zu lachen, hat uns eine Dame angesprochen und ja, sie hat uns gesagt, sie haben aber ein feines Aftershave zu meinem Mann. Aber auf mit, Bayerisch mit bayerischem Dialekt. Ich nahm an, sie hätte Englisch gesprochen. Ich sagte dann nur so, please. Sie, oh, jetzt kann ich verstehen, warum sie oh, weil sie gedacht hat, ach, sie sprechen Englisch. You smells very good, meinte sie so. Oh, thanks. Bis Veroni da hat das auch geklärt hat. Naja, sei es drum. War ein schöner Auftritt für diesen Tag. Das Wasser fließt. Ich bin immer noch so krass. Da standen wir gestern oben. Schergenturm, Amtmannsturm oder Eisenfrohnfeste genannt. Mit Folterkammer, die sogenannte Frackstadt, Gefängniszellen und Verlies. Die Danke. Folterkammer bestand noch bis 1918 mit originaler Einrichtung, danach Wohnraum. Seit einigen Jahren als Museum zugänglich, da gehen wir also gleich rein. Und mit dem Hexenturm verbunden. Alles klar?
Hier sehen wir eine sogenannte Halsgeige. Meine erste Assoziation war zwar eine andere, aber hier steht Halsgeige. So, wollen wir mal ins Kellerverlies. Bist du noch da? Das geht auch hier. Ja. Ach so, hier waren ja Leute eingesperrt. Oh Gott. Guck mal, da kurz die rausgucken. Das war ja nicht schön. Krass. Ja, wir waren gerade im Folterturm oder vielmehr sind wir da immer noch. Eines wird erkennbar. Resozialisierung stand nicht im Vordergrund, also da ging es wirklich ums Bestrafen. Und, ist Loch drin? Nein. Ja. Okay, ja, gut. Wie man sie heute kennt, mit historischer Altstadt, Neustadt und Industriegelände. Bis 1914 bestand Burghausen ausschließlich aus der heutigen Altstadt. Erst mit Ansiedlung der Wacker Chemie GmbH entstand und wuchs die Neustadt. Umfasste Burghausen 1921 noch gut 300 Hektar Fläche, so zählte die Stadt 1968 bereits das Dreifache. Thank you.
Hier sieht man Veronika, wie sie eine Postkarte ausmalt. Könnte die Künstlerin mal in die Kamera gucken? Man könnte auch sagen, das Kind ist beschäftigt. Oder so. So, Veronika, dann wollen wir mal gucken, wie gut deine Naht ist. Was ist dein Tipp? Oh. Nelke. Na, mach auf. Nicht schlecht. Na, noch ein. Oh. Aber ich weiß es. Das schenken wir mal zurück. Auch nicht besser. Muskat. Kardamom. Was war das? Ingwer. Ah, genau. An dieser Stelle mal eine kurze Zwischeninfo. Wir waren eben gut 2 Stunden im Museum. Das ist eines der besten Museen, das wir jemals gesehen haben. Und für umgerechnet 3,50 Euro wird einem hier so viel geboten. Es ist sehr interaktiv. Sehr geschichtlich. Das ist ziemlich cool. Wenn es nicht so weit weg wäre, ist das auch tatsächlich für Mecklenburger eine ganz tolle Empfehlung. Ja, bis eben waren wir im staatlichen Burgmuseum. Auch das ist echt faszinierend. Wir waren oben auch auf der Aussicht. Ich glaube, das ist der höchste Punkt. Jedenfalls der Ausblick von dort war grandios. Thank you.
Heute wandeln wir auf den Spuren Mozarts. Genau, wir sind in Salzburg. Allein die Anreise war schon sehr beeindruckend. Also die schneebedeckten Alpen zu sehen. Da ist Veronika, die will unbedingt aufs Video. Ja, die schneebedeckten Alpen zu sehen ist für uns Flachländer natürlich schon ziemlich beeindruckend. Jetzt geht es erstmal auf. Das ist übrigens die Bierjodelgasse. Ah, cool, hier kann man auch wohnen. Oh Gott, da kommen wir jetzt von vorne an. Guck mal nach da. Das ist schön. Warte mal, ich fahre schon mal den Hand drauf. Ne?
Gott. Guy must have worked in an amusement park. Gott sei Dank. Ja, wir waren gerade im Dom zu Salzburg. Wir waren ja schon in einigen Gotteshäusern, aber das ist schon das Beeindruckendste, was ich bislang gesehen habe. Also wer in Salzburg ist, muss unbedingt da mal rein. War jedenfalls faszinierend. Thank you.
Servus. Servus. Schleichti. Sie ist halt einfach kein Püppchen. Das hört man ja. Und das ist gut so. Flowers ist für euch in Bayerns besten Sitz. Sehr menschenreich und schön. Heute sind wir am Chiemsee, gleich auf dem Chiemsee, weil wir setzen zur Fraueninsel über. Es ist fantastisch hier, das Wetter spielt mit, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Es ist einfach geil. Wasser ist ja ohnehin unser Element und dann die Alpen im Hintergrund, also mehr geht kaum. So, jetzt warten wir auf die Fähre.
Fischbewegung im Chiemsee. Vielleicht. Auf der rechten Seite Schiff Josef fährt also nach Start. Fahrgäste nach Start wird auf der rechten Seite ganz nach vorne weitergehen. Fahrgäste zu Herren und nach Brennstock wird auf der linken Seite sie anstellen. Thank you.
Oh. Die wirklich spannende Frage ist doch, warum brennt da oben noch Licht? Das ist der Hauswart, der fegt die Stuben durch. Der fegt die Stuben durch? Ja, na, was wolltest du denn machen? Jetzt darf man ja nicht mit Strom agieren. Spannend wäre ja auch, wenn um 23 Uhr Licht da aus sind. Ich glaube, 23 Uhr sind aus. Stimmt, dann sieht bestimmt noch keiner aus. Da ist gerade einer mit dem Fahrrad rübergefahren, da über die Brücke da oben. Zack. Ja, so schnell ist der Urlaub auch schon wieder vorbei. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen wir Ach an der Salzach in Österreich. Das weinende Auge, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Die Aufnahmen sprechen für sich. Das lachende Auge, nun, zu Hause ist immer noch am schönsten, das ist völlig klar. Ansonsten haben wir festgestellt, dass das Wetter wirklich gut abgepasst haben. Wir hatten alle Tage perfekten Sonnenschein. Haben gestern zum späten Nachmittag auch wirklich noch ein Eis gegessen, weil es so warm war. Und dann zum Abend war Weltuntergang. Heute ist es angenehm, es ist deutlich frischer, ein bisschen diesig, aber natürlich die Natur immer noch schön. So, und jetzt gibt es nochmal ordentlich Frühstück und dann machen wir uns auf den Rückweg. Ein bisschen über 900 Kilometer, aber das war die Sache wert. Ja, auf der A9 kann man auch Sachen dazulernen. Wir hatten eben ein paar Schilder, die haben wir vorher noch nicht gesehen, die blenden wir mal ein. Ja. Und jedenfalls konnten wir die gar nicht so richtig zuordnen, dann habe ich das gegoogelt. Das sind sogenannte Landmarkenschilder, wer wüsste es nicht. Und die sind für selbstfahrende Autos. Und durch diese Landmarkenschilder können eben diese selbstfahrenden Autos ihre korrekte Position bestimmen. Tja, also für die normale STVO und, wie heißt es, menschliche Fahrer hat das keinerlei Bedeutung. Wer hätte das gedacht? Ja, wir haben jetzt noch etwa eine Stunde bis nach Hause. Die letzten anderthalb Stunden waren natürlich mega aufregend und kurzweilig. Wir haben über Hansa Fan Radio und Sky Go uns das Spiel angeguckt. Wow, gewonnen. War wieder nichts für schwache Nerven. Aber drei wichtige Punkte im Abstiegskampf und ja, jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Jetzt sind wir auch wieder zaghaft froher Hoffnung. Ja, nur der FC Hansa Rostock gewann im heimischen Ostseestadion 2:0 gegen die Gäste von Jahn Regensburg. Die Kogge stehen nach dem Sieg aktuell auf Platz 13 der Tabelle. Ich nehme ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung an. Komm, mach mal Gas, damit du ein Foto kriegst. Das ist der Blitzer. Ja, dann haben wir doppeltes Foto. Dann haben wir so eine Übereinstimmung. Können wir mal gucken, Knall? Ob das so stimmt. Blitz! Nee, doch nicht. Hast du ja nochmal Glück gehabt. Spinner. Ich muss hier Auto fahren. Ja, mach doch. Stimmt. Oh Gott. Oh, ich kann nicht mehr. Eben noch in Österreich gefrühstückt und jetzt schon auf der Nina Kunstnacht. Also muss man wirklich sagen, der Nina
stellt da immer richtig viel auf die Beine. Ich wollte jetzt gerade sagen, wer heute noch Lust hat, kann ja noch herkommen, aber das Video wird ja nicht mehr heute gepostet. Also, was wir feststellen, wir hatten wirklich ein paar sehr, sehr schöne Tage in Österreich und in Bayern. Aber jetzt hier zu Hause stellen wir fest, unsere Mecklenburg-Vorpommersche Natur und Ruhe gefällt uns immer noch am besten.